Moin Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Chris und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen Kompaktlader vor, und zwar den New Holland L215. Dieser Mod wird uns zur Verfügung gestellt von dem Autor A-Modding, und der Modder selbst schreibt in seiner Modbeschreibung, dass dieser Mod für PC als auch für Mac, aber auch für unsere Freunde der Konsole, der PS4 und der Xbox One zur Verfügung steht. Also liebe Freunde der Konsole, einfach mal im Mod-Hub schauen, dort unter Kompaktlader werdet ihr diesen finden. Wir schauen im Shop auch mal rein. Ihr seht unter Kompaktlader, wie es bei Mods so üblich ist, ganz hinten. Da ist, man sieht, es gibt den New Holland. Die Ähnlichkeiten, der hat natürlich eine Frontscheibe drin, im Verhältnis zu diesem hier, weil der bereift ist und nicht auf Ketten. Preislich halt immer 10.000 Euro günstiger als der aus dem Standardspiel. Hat etwas weniger Leistung, aber halt hier halt die Scheibe drin und Beleuchtung ist möglich. Wir gehen mal in die Konfiguration. Ihr seht das gute Stück. Im Verhältnis zu dem Standard ist hier natürlich jetzt diese Einstiegsscheibe drin. Man kann die Felgenfarbe ändern in ein paar Farben, nicht in allen LS-Farben, aber in ein paar Farben. Und man kann Leuchtfeuer, also sprich rundum leuchten, kann man sagen ja oder nein. Links, rechts oder beide, sowas. Ja, kostet dann 25.000 Euro 10, 1.275 im Leasing, hat 16 Liter Tankvolumen, 52 PS und eine Maximalgeschwindigkeit von 18 km/h. So, in-game, den Ballenspieß habe ich jetzt separat gekauft aus dem Standardspiel, ne, also von den Kompaktladern. Hier gibt es halt keine separaten Anbauteile extra dazu. Ihr seht von der Textur echt super, ähnelt und wie gesagt auch sehr dem Standardmodell. Aber beim Einsteigen ist ein bisschen, der Einstieg ist etwas, ja, also animiert. Die Tür geht auf, ne, ich steige mal ein, ihr seht, zack, Tür geht auf und wieder zu. Und schon sind wir drin. Der Fahrer ist voll animiert. Sound ist alles Standard. Ne, und umleuchten funktionieren, und die Fahrdynamik ist halt typisch Kompaktlader, was auf der Stelle zu drehen und zu wenden, ne, rauf runter geht auch super, der höchste Punkt, ne, das wäre die Maximalhöhe, und Lichter tun es auch, ne, ihr seht, er hat halt nur, ja, Licht an, Licht aus, keine separaten Arbeitsscheinwerfer oder Fernlicht, Blinker, ne, ihr seht, Warnblinkanlage funktioniert, Blinker rechts, Blinker links funktioniert auch. Also, Roundabout ist ein schönes Gerät. Der macht jetzt auch keine Fehler, lässt sich auch gut fahren. Typ Kompaktlader halt. Ja, mehr gibt es zu diesem Mod eigentlich gar nicht zu sagen. Außer, dass, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen von uns verpasst. Schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und ich würde mich über jeglichen Kommentar natürlich freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von Modbox. Ciao.